So, meine lieben Leute, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Is It Love Fallen Road. Ja, das hat ein bisschen gedauert und wegen 7 Endgame. Der 7 löst einfach mal ganz spontan alles bei uns auf und folgedessen gibt es jetzt auch wieder Fallen Road. Ich habe mir auch gedacht, was passiert nach 7? Ne? Was passiert nach dem Spiel 7, was gerade auch sehr, sehr gerne bei uns geguckt wird oder ja, bei mir, bei uns. Und das, was bleibt, ist Is It Love. Aber ich möchte gerne die Teile machen, die mir auch gefallen. Dazu gehört eben halt Drogo und das ist eben halt Falling Road. Und Falling Road möchte ich gerne weitermachen. Also es ist nicht zu Ende. Vielleicht fällt euch auf, ich habe eine kleine Erneuerung hier in diesem Spiel drin. Vielleicht, ja, gefällt euch das ja. So, zumal die Voice sollte, glaube ich, auch ein bisschen anders rüberkommen als sonst. So, Zack schiebt die Silberspitze in die Wunde, die heftig zu bluten beginnt. Also es kann sein, dass es ein bisschen Haken wird, ne? Nee, Quatsch, wir reden ja die Frau, stimmt ja. Wir hören Jeffs erschreckte Schreie durch das Tuch. Allein der Anblick tut mir schon weh. Auch Morgin und Jessie ziehen schmerzvoll Grimassen. Dem Magnetiseur gelingt es, etwas herauszuprökeln. Aber ich kann nicht erkennen, was es ist. Jeff spuckt das Geschirrtuch aus und nimmt einen großen Schluck Whisky. Das Beste, was man dabei machen kann eigentlich, ne? Sie hat nicht Unrecht. Das hat mich auf alle Fälle wach gemacht. Ja. Zack legt den Gegenstand, der sich in der Wunde befand, in einen Aschenbecher. Dann gießt er Alkohol drüber. Was machen Sie da? Ein Zaubertrick. Zack holt ein Feuerzeug heraus. Der Alkohol entzündet sich. Der Gegenstand brennt und erzeugt eine Flamme, die immer höher nach oben schießt, bis der gesamte Inhalt des Aschenbechers zu Asche wird. Gleichzeitig ändern die gelblichen Ränder von Jeffs Wunde ihre Farben. Mystisch, mystisch. Ich bin misstrauisch, fasziniert. Ich bin fasziniert, wir interessieren uns für das Böse. Was soll ich mit Dieter Bohlen anfangen? Ich habe bereits mehr als genug Dämonen gesehen, die sich auflösen. Aber Zack scheint ein paar Dinge zu wissen, die ich nicht weiß. Es sollte jetzt in Ordnung sein. Ich muss noch die Wunde desinfizieren. Zack gießt Alkohol auf ein sauberes Tuch und begießt die Wunde. Anschließend verbindet er die Wunde mit dem Tuch. Dann presst er mit den Händen die Wunde fest zusammen. Diesmal brüllt Jeff vor Schmerzen. Schreit ein, frag ihn, was er tut. Was soll das denn? Das werden Sie gleich sehen. Ich schaue zu, wie er zu Werke geht. Als er das Tuch abnimmt, hat sich die Wunde bereits so ein wenig geschlossen. Oh, das geht aber schnell, wa? Wow! Okay, das war echt beeindruckend. Meine Sekretärin wird Ihnen die Rechnung schicken. Oh, nein, jetzt nicht. Kein Video gucken. Ich wüsste auch gar nicht. Doch, ich müsste hier mit... Ja, klar, ich habe doch so einen Hotkey. Das ist vielleicht das erste Mal, dass er mich zum Lächeln bringt. Er mag eingebildet und überheblich sein, aber er hat innerhalb wenigen Minuten Jeffs Arm gerettet. Das ist schon mal sehr nett, oder? Mein Beschützer steht auf und schafft irgendwie, Zack die Hand zu schütteln. Ich werde meine Schuld bei Ihnen mit Bier begleichen, falls Ihr Sekretärin genehm ist. Danke nochmals. Es war schrecklich, aber es hat sich gelohnt. Ohne weitere Worte zu verlieren, verabschiedet sich Zack von uns und verlässt die Bar. Was für ein schräger Typ! Dun, 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 dun. Da fällt mir ein, vielleicht müsste ich hier auch nochmal Musik draufspielen. Ha, mal gucken, vielleicht fällt mir was ein. Ich renne blitzschnell aus der Bar, denn ich werde Zack nicht erwischen lassen. Ohne ihm zu danken, mehr herauszufinden. Zack suchte Informationen. Huch, Zack suchte Informationen, als er in die Bar kam. Er bekam keine, aber wirkte trotzdem zufrieden. Warum? Ich brauche ihn nicht zu rufen. Der Magnetiseur nimmt meine Anwesenheit sofort wahr und dreht sich um. Er ist erst ein paar Meter von der Bar entfernt. Möchten Sie mir noch irgendetwas sagen? Befrag ihn. Warum sind Sie in die Bar gekommen? Und geht es Ihren Arm besser? Es sah heute so aus, als hätten Sie Schmerzen verspürt. Ein einfaches Danke, dass du meinen Freund behandelt hast, würde vollkommen reichen.
Oh, mal gucken. Dann müssen wir gucken, wie das hier so funktioniert mit den Puzzlen. Ja. Puzzlen, sag ich schon hier. Minispiel spielen. Was ist hier los? Werbung oder was? Irgendwas passiert hier. Werbung oder nicht? So, wollen wir hoffen, dass wir es einigermaßen schnell kriegen hier. Bei Drogo habe ich immer nicht ganz so viel Glück. Oh. Mehr gewinnen. Hier haben die auch Updates gemacht, wie bei Drogo tatsächlich. Oh, schon? Das ist aber gemein, oder? So. Nein, danke. Keine extra Videos angucken. Keine extra Videos mehr hier. Ich bin noch nicht fertig. Zack lächelt mich geheimnisvoll an. Es ärgert mich, dass er einen so vertrauten Ton anschlägt. Ich werde nicht in gleicher Manier antworten, denn ich will keine so innige Basis mit ihm schaffen. Du kannst mich fragen, was du willst, aber ich muss die Frage nicht unbedingt beantworten. Also stell deine Frage, aber eine gute. In seinen bernsteinfarbenen Augen flackert ein seltsames Licht. Zack ist ein Zocker. Das haben wir gemeinsam. Ich habe noch nie jemanden mit einer Gabe wie der ihren getroffen. Wurden sie damit geboren? Meinst du meinen unwiderstehlichen Charme? Necke ihn. Nein, ich bezog mich auf ihre wahnsinnige Bescheidenheit, aber lassen Sie uns ernst bleiben. Jeffs Wunder heilte wie von alleine, in nur wenigen Sekunden. Wie ist das zu erklären? Jeffs Wunde wurde behandelt. Das ist doch alles, was zählt, oder nicht? Oh. Es macht Spaß, oder? Es ist toll. Es ist toll. Deswegen spielen wir es auch die ganze Zeit. Ich habe mir überlegen tatsächlich, ob ich Drogo auch in diesem Format so aufnehmen soll. Ihr könnt euch entscheiden, ob ich genau Drogo genauso machen soll, wie ich jetzt hier gerade Fallen Road gemacht habe. Ich würde mich freuen, wenn wir in der nächsten Folge wieder einschalten. Es wird jetzt oft das Fallen Road kommen, da ich denke, 7 wird vielleicht nur noch 2, 3 Wochen, na, 2 Wochen eher laufen und dann wird das auch wieder vorbei sein. Ich hoffe, dass wir dann mit der Is It Love-Reihe noch eine schöne, angenehme Community weiterhin schaffen können. So, das war's, meine lieben Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.